Also war jetzt nicht sauber, aber ich nehme das. Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Junge, ich war in einem Tunnel. Die Runde war... Alter, die Runde. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Formel 1 21. Auf dem PC, Folge 82. Heute wird's wieder ernst. Das Qualifying von Russland steht an. Und bestimmt die Position im Rennen. Dementsprechend mal gespannt. Die OBS-Vorschau ruckelt ab und zu. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aufnahme steht konstant auf 60 FPS. Ich hoffe dementsprechend, dass das Ganze nicht ruckelt. Ja. So, wir haben Soft, wir haben Autoeinstellung, erhöhter Abtrieb, das werde ich jetzt so lassen. Feedback sieht bis auf die Steuerelektronik auch noch ganz gut aus. Und Getriebe sieht auch gut aus. Dementsprechend würde ich sagen, let's go. Wir gehen raus, machen schon mal unsere Einführungsrunden und dann gehen wir im zweiten und dritten Run nochmal auf Maximum und gucken mal. 1,36,4 hatten wir, glaube ich, im Training mal gehabt. Und die ersten fahren schon raus, das können wir eigentlich wieder gleich lassen hier. Hinter mir kommen auch schon welche, also jetzt muss ich trotzdem mal ein bisschen dürfen natürlich nicht an mich rankommen. Dann fahren wir erstmal zwei entspannte Ründchen oder so. Immer noch ein bisschen zu spät ein, da muss ich echt mal drauf achten. Jetzt 35,3 von Mick Schumacher. Waren wir echt bei 1,36? Nee. Ich glaube nicht.
Dingens. 33,7. Roll weg. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, eigentlich muss ich das jetzt neu machen. Da ist bestimmt der Frontflügel beschädigt worden. War mal wieder bei Anfang, aber ja. Ja, perfekt. Eine Verwarnung, dankeschön. Aktuell Zweiter vor Gasly, vor Perez, sogar aktuell noch vor Alonso, aber das wird sich alles dann ja irgendwie noch ändern. Also, ja. Geh mal direkt raus in den zweiten Run. An sich ist da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drin. Wäre natürlich wieder schade, wenn das unsere beste Runde ist. Eigentlich bin ich da einige Kurven noch ein bisschen entspannter gefahren. Um mir extra noch so ein bisschen Headroom zu lassen. Top 10 wäre natürlich schon astrein. Um irgendwie eine Chance zu haben, mal wieder ein Rennen in Punkten zu beenden. Das wäre für das Team eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Ja. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Oh, alles klar, auf geht's, komm. Nicht so viele da. Komm, schnell. Nur ein Aston Martin vor mir. Ansonsten schön viel Flaute. Das ist geil. Und ein Mercedes hinter mir.
komm. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wenn ich das jetzt wegwerfe, bin ich selber schuld. Bis jetzt war es ganz geil eigentlich. Ja, viel zu viel gelassen. Oh, das war aber eine solide Runde, du. Aber ich habe da immer noch zu viel verloren. Also noch mehr drin. Ein bisschen viel Elan. Wo ich immer verliere, ist nach dieser Kurve. Lilaner Sektor. Gerade eine neue Bestrunde gemacht mit zwei roten Sektoren. Also irgendwie, wenn ich die dann auch noch in dieser Runde geil hinkriege, aber das ist halt immer das Ding. Wir fahren jetzt nochmal in die Box.
können wir noch ein, zwei Runden vielleicht brettern. Wir sind jetzt gerade Dritter hinter Norris und Bottas mit einer 1:33.1. Ja? Stell dir mal vor, wir kriegen eine 1:32er Zeit, denn das wäre locker drin. Das Ding ist, es werden alle nochmal rausfahren und sich verbessern. Also müssen wir es eigentlich auch. Und zwar jetzt, bevor die alle rausfahren. Ich habe vielleicht noch eine Runde Zeit. Ich werde es nicht schaffen. Aber ich bin mit der Zeit auch schon sehr zufrieden, sage ich mal. Komm, komm, jetzt schnell. Ah, guck mal, ich hätte sogar nur noch 0,2 Runden Benzin gehabt. Komm, ich muss raus. Ich muss raus, ich muss raus. Auch mit meinem letzten Reifensatz. Yes. Fertig. Komm. Die fahren alle noch nicht raus. Boah, absolut freie Bahn. Das ist ein Traum. Wobei, es ist kein Traum. Die fahren ja jetzt alle langsam raus. Ah, wobei, sie machen es jetzt. Vielleicht bis die Runde um ist, sind die dann alle weg. Hoffentlich. Also hoffentlich. Alle fahren los. Wir sind an der Spitze. Ah, wieder eingeschlagen an die Wand. Geil. So, jetzt ist eine kleine Gruppe rausgefahren und die anderen halt nicht. Ich habe jetzt Schiss, dass die gleich rausfahren. Wenn ich da bin und dann hänge ich mitten im Verkehr, das wäre richtig scheiße. Freie Bahn. So ploppt das jetzt hoch. Ich bin die ganze Zeit so knapp dran. Aber weg.
bist auf P4 gefallen. Digga, so geil. Und ich werde es verlieren, weil ich die Kurve da immer noch nicht gut hinkriege. Ja. Also war jetzt nicht sauber, aber ich nehme das. Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Ey, Junge, ich war in einem Tunnel. Die Runde war... Puh. Alter, die Runde. Wo bin ich jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Norris und so knapp vom Zweiten. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Dicker, wo kam die Zeit her? Valtteri Bottas ist okay, nochmal deutlich schneller gewesen. Aber ganz dicht vor mir Lando Norris und... Alter, 1:32.848. Unser Teamkollege macht eine 1:35.0, Alter. Ja gut, ich sehe gute Chance fürs Rennen, sag ich mal. Also in den Punkten zumindest abzuschließen, weil wir jetzt auch keine Dings kriegen. Okay, Lance Stroll ist jetzt scheinbar mein Teamkollege, meine Rivale, meine ich. Ja gut, ja. Ja, die Strecke liegt dem Auto aber auch echt gut. Das muss man auch sagen. Aber die letzte Runde war halt da auch nochmal echt nice. Ich habe jetzt einmal zurückgespult, aber dann habe ich letzten Endes noch was ganz Gutes draus machen können. Und damit bin ich auf jeden Fall glücklich. Geil. Richtig gut. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Echt? Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Hä? Hey, jetzt krieg ich doch Strafen? Warum krieg ich jetzt Strafen? Warum? Ich hab doch nichts gemacht. Ey, warum? Ich jetzt nicht zur Strafe. Es ist wieder Zeit. Nervös, ich verlasse mich darauf, dass du einen klaren Kopf behältst. Denk einfach daran, dass wir über die erste Rennen gesagt haben. Erste Runde. Verwende am Anfang den Überholmodus, aber sei nicht zu aggressiv vor der ersten Kurve. Das ist kein Platz. Halt in der zweiten Kurve nach Chancen ausschauen, nimm dann das ERS zurück und pinne dich auf einen angenehmen Rhythmus ein. Hoffen wir, dass wir keinen Schaden abkriegen und alles wie am Schnürchen läuft. Viel Spaß da draußen. Ja, fängt gut an und am Ende wird es wahrscheinlich Regen geben. Das heißt, wir starten vielleicht lieber mit Medium-Reifen. Und schauen dann mal. Aber wahrscheinlich werden wir um den zweiten Stopp dann nicht drum rumkommen. Und den müssen wir dann zur richtigen Zeit machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir starten. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr dran, dass wir jetzt schon wieder hier eine Strafe hatten. Was echt nicht geil ist. Naja. Wollen wir mal sehen. Nächste Folge dann das Rennen. 13 Runden. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.